Wo waren wir stehen geblieben? Sagen Sie, wo waren wir stehen geblieben? Er könne nur wiederholen. Nein, man könne nicht vorschlafen. Das ginge einfach nicht. Das funktioniere einfach nicht. Das als seine Meinung. Also, wenn man ihn fragen würde, praktisch ein Ding der Unmöglichkeit. Der Körper speichere Schlaf nicht, er speichere alles Mögliche, doch Schlaf, das schaffe er eben nicht. Man müsste sich eben nach anderen Möglichkeiten umsehen. Ja, vielleicht ein Nickerchen zwischendurch. Oder der Minutenschlaf. Am Bürotisch. Oder in geparkten Autos. Auch schon gemacht. Tiefgaragen, Parkhäuser. Manche sagen ja, sie schliefen im Stehen, aber das habe er noch nie gesehen. Sie hat sich eingewöhnt, sich beim Fliegen eine Stunde Killerschlaf zu holen. Und wenn Tage super heftig waren, hat sie sich in irgendein Büro zurückgezogen und nur kurz 10, 15 Minuten die Augen zugemacht. Ja, jeder kennt das ja, ne? Man sagt dann, ich gehe mal schnell frische Luft schnappen. In Wirklichkeit geht man drei Räume weiter, setzt sich in einen leeren Bürostuhl und knackt dann einfach mal 10 Minuten weg. Klar, wir sind alle nur Menschen. Yuppie, Highflyer-Leben. Wisse man doch, immer hübsch eine Autoklasse, unter denen müsse man bleiben. Und auch bezüglich der Anzüge heißt es aufgepasst, nur nicht zu edel, am besten grau. Das Krisengerede, das Permanente. Hypoalpe Adria. Skyly. Telekom Austria. Barakurok. Aua. Es ergibt sich einfach immer dasselbe Bild. Ja, etwas laufen jahrelang schief und es kratze niemanden. Niemandem falle das überhaupt auf, es werde einfach nicht darüber geredet und die Kredite liefen weiter. Und plötzlich kippe es dann. Und mit einem Mal hätten auch schon immer alle Bescheid gewusst, ja? Plötzlich herrscht in der Öffentlichkeit so ein Bild, als ob schon immer alles klar gewesen wäre. Da herrscht so eine posthume Transparenz, also die würde sich schon ein wenig verwundern. Ja, nicht mehr. Und wann kommt es endlich zu dem berühmten Geschlechtsverkehr, den man auch hin und wieder haben muss und von dem selbst hier auch wieder die Rede ist? Die Antwort habe sie da auch schon parat. Also zu diesem Geschlechtsverkehr kommt es nicht. Also die Erotik. Falle eben flach an Orden wie diesen. Wenn man nicht über Zeitdruck spricht in seiner Branche, ja, dann hat man überhaupt nichts gesagt. Also was soll sie machen? Die anderen hätten ja alle Eltern. Steuerberater-Eltern, bei denen sie ein- und ausgehen und ihnen bezahlte Praktikumstellen und Volontariate verschaffen. So, und das Zweitschlimmste auf einer Messe ist uninformiertes Personal. Ja? Dass da am Stand Leute stehen, die keine Ahnung haben, weil sie entweder bloß für die Messe engagiert worden sind oder weil es sich um Vertriebspersonal handelt, das einfach nur so dasteht und einem irgendwas erzählt, wovon es keine Ahnung hat, aber glaubt, es müsse einem irgendwas erzählen, anstatt gleich zu sagen: Entschuldigen Sie bitte, das weiß ich nicht, warten Sie doch auf einen Kollegen. So, und das Drittschlimmste auf einer Messe. Na, ist jetzt auch egal. Er kann die Kündigung schon aussprechen, ja, da braucht man keine Angst haben, dass er das nicht könne. Er traue sich durchaus zu, Klartext zu sprechen, wenn es sein müsse. Er würde sich schneller zu einer Kündigung durchringen können, als man glaube, denn er halte nicht viel davon, Leute ewig auf Plätzen zu belassen, die für sie ohnehin nur eine Überlastung darstellten. Wie sie die beschreiben würde? Also, Silke Mertens ist eine Frau, die man verwalten muss, bevor sie es selbst tut. Herz-Kreislauf-Syndrom. Warum? Weil er zu Hause nichts verloren hat, sondern hier, auf seinem Arbeitsplatz. Wenn er zwar nicht der Einzige sei, der für einen reibungslosen Ablauf verantwortlich sei, aber letztendlich doch der sei, der die Verantwortung dafür tragen müsse. Ja, sie sei jedenfalls total hysterisch geworden, total ausgeflippt, völlig durchgeknallt.
könne da jetzt auch nichts machen. Habe er zu ihr gesagt, ob sie sich nicht eine Auszeit nehmen wollen. Sie, diese sonoren Geschäftsleute, wie die Unschuldslämmer. Ja. Mitten im Pastelldickicht seien sie gesessen, mitten in ihrem Möbelpick-Pastelldickicht, neben ihren Aktenkoffern, in denen sie das ganze Material dabei gehabt hätten. Verträge, Vorverträge, Profile, Möglichkeiten. Ja. Was soll die Frage, ob er schon mal jemand kollabieren sehen habe? Ob er wirklich schon mal jemand kollabieren sehen habe? Wir können das nicht so genau sagen. Also hier jedenfalls nicht. Nein, er habe noch niemanden kollabieren sehen. Ja? Das habe er jetzt aber auch bereits mehrfach gesagt. Ja, natürlich habe er davon gehört, dass zwei Mitarbeiter kollabiert seien und bei dem einen hieß es Kreislaufzusammenbruch und bei dem anderen Nervenzusammenbruch. Aber es seien doch ohnehin Leute gewesen, die restlos überfordert gewesen sind. Sag uns, sie wisse auch! Ihre Ehrlichkeit erschlage. Ja, das habe man ihr oft genug gesagt. Sie produziere eine Ehrlichkeit, wo vorher nichts zu sehen gewesen sei, stelle sie plötzlich Ehrlichkeiten in den Raum. Nein, sie werde jetzt nicht leiser. Sie sage jetzt laut und deutlich, was sie zu sagen habe. Sie wolle ja schließlich auch, dass alle sie hören. Da brauchen sie gar nicht so zu gucken. Da seien eben alle dran. Was hätten sie sich denn gedacht? Hm? Dass man das alles ewig ungestraft machen könne? Dass man ewig ungestraft von Tausenden von Kick-Off-Meetings sprechen könne? Oder ständig das Menschliche im Kunden entdecken könne? Oder sich mit der Vokabel Multitasking erwischen lassen könne und nichts passiere? Er habe sich ja durchaus schon mal eine Auszeit genommen. Er habe sich gedacht, warum nicht mal eine Weile nichts tun? Mal ein Kind aufziehen, mal ein Buch schreiben oder etwas anderes für sich tun. Doch was habe er gemacht? Gar nichts habe er gemacht. Das heißt, er habe richtig Probleme bekommen, es sei ja logisch. Menschen, die gewohnt seien, über 14 Stunden am Tag auf Druck zu arbeiten, die könnten das nicht einfach einstellen. Die setzten das fort. Was er dann gemacht habe? Ja? Naja, er hat sich erstmal so einen ordentlichen Frauenstress organisiert. Ne? Das heißt, er habe ja zeitweilig drei Freundinnen gehabt. Das heißt, eigentlich nur zwei. Das sei auch eine Weile gut gegangen. Aber dann sei die dritte gekommen, die sei ihm eben so passiert. Ne? Und die habe dann alles ins Rollen gebracht. Ne? Also er wisse jetzt, er brauche eben die Challenge. Okay. Er brauche immer ein bisschen Anspannung. Aber Frauen brauchen das wohl eher nicht. Ne? Ja. Das habe er erkannt, aber er müsse schon zugeben, eine Weile habe ihm das durchaus Spaß gemacht, seinen Alltag diesbezüglich zu organisieren. Ne? Sei ein ziemlicher Organisationsaufwand, ne? Wenn du zwei bis drei Frauen suggerieren musst, dass sie die einzigen sind. Ja, da arbeite er lieber seine 16 Stunden durch. Ne? Er erinnere sich jetzt auch nicht mehr ganz genau daran, wann dann diese Panikattacken aufgetreten seien. Das heißt, wenn er dann zum ersten Mal wirklich Probleme mit sich selber bekommen habe, irgendwann seien sie dann da gewesen, diese Panikattacken. Also wenn man das nicht erlebt hat, dann weiß man nicht, was das ist. Das sei so ziemlich die schrecklichste Erfahrung gewesen, die er je gemacht habe. Also wenn er es drastisch formulieren müsste, würde er sagen, diese Auszeit habe ihn beinahe umgebracht. Alles auf Anfang. Nicole Damaschke, 32 bis 34 Jahre alt, ehemals Praktikantin, heute Senior Associate. Ja, sie habe in London gelebt, sie habe in Paris gelebt, sie habe in San Diego gelebt. Zu Deutschland habe sie eigentlich wenig Affinität, aber als Wirtschaftsraum sei es interessant.